Herzlich willkommen zu den N24 Nachrichten. Das Spitzentreffen deutscher und französischer Politiker heute hatte diesmal das Thema Integration. Also machten sich Merkel, Sarkozy und Co. auf, um die Hauptstadt zu erobern. Leider wurde das Treffen überschattet von einer Attacke auf die Kanzlerin. Aus Berlin, Wiebke Dirks. Schrecksekunden für Angela Merkel und ihren Gast Nicolas Sarkozy. Beim Verlassen einer Berliner Schule stürmt ein offenbar geistig verwirrter Mann auf sie zu. Sicherheitsbeamte können den 25-Jährigen im letzten Moment überwältigen. Zuvor war es für die beiden Politiker ein stürmisch umjubelter Empfang an dem zweisprachigen Gymnasium gewesen. Dort diskutierten Angela Merkel und der französische Präsident mit den Schülern über Integration. Das Erlernen der Sprache des Gastlandes ist für die beiden Regierungschefs der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Ich bin mal von Premierminister Erdogan gekommen und dann hat mich mein Verkäufer bei meinem Lieblingsdönerladen gefragt, was hat Erdogan gesagt? Und da habe ich gesagt, ich habe mit Erdogan verabredet, dass Hürriyet jetzt nur noch mit deutschen Seiten erscheint. Und deshalb ist die Sprache für mich das Zentrale. Wie Popstars fühlten sich auch Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege. Gemeinsam mit deutsch-türkischen Musikern rappten sie in einem Kreuzberger Tonstudio. Und dieser Deutschland-Song soll sogar veröffentlicht werden, auch wenn der Außenminister von seinen Gesangskünsten nicht überzeugt ist. Das Ministerratstreffen von Franzosen und Deutschen, beide Seiten werteten es als vollen Erfolg, trotz des Vorfalls vom Vormittag. Bei der Attacke soll der Angreifer laut gegen das neue Gesetz zur Datenspeicherung protestiert haben. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Ermittelt wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Es wird eine lange Nacht im Kanzleramt.